Wow. Ich brauche erstmal eine Pause nach so vielen. Naja. Keine Markennennung. Und damit. So Leute, und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ja, ihr seht, es ist Bam Bam Boom. Der 28. Dezember 2019. Der Tag der Einkaufstour. Ihr seht, wir waren fleißig shoppen, aber das Video heißt ja Röder Unboxing. Da muss ich euch mal was zeigen. Naja, kommt da mal schnell mit. Wir haben hier motherfucking 8 Riesenpakete und ich würde sagen, ohne hier weiter rum zu sitzen, so wie ich das gerade mache, machen wir uns jetzt an die 8 Pakete. Let's go. 3, 2, 1. So Leute, zurück nach dem Intro. Ja, wir fangen nicht mit der 1 an, sondern wir fangen gleich mal ganz schnackig schnell mit diesem Paket an. Ist genau das, was draufsteht, und zwar die Titan Salut. Das heißt, ihr wisst ganz genau, was uns erwarten wird. Feinster Schmutz, und zwar ein Stahlkäfig. Aber ich wäre nicht Dennis Pyro, wenn ich den jetzt nicht aufmachen würde und für euch zeigen würde. Deswegen, oh, ja, siehst du? YouTube-Partnerkräfte, so leicht geht das. Zack, schön, man kennt's, von der falschen Seite aufgemacht. Ich bin halt der Boss. Alter, sind die groß. Haben wir hier eine VE, Titan-Salut von Röder, die schön aneinander kleben. Oh Mensch. So sehen die guten Dinge aus. Titan-Salut steht drauf. Dreifach sortiert. War mir jetzt gar nicht mehr bewusst. Aber ja, sind wunderschöne Bombenrohre mit Titan-Salut-Knall und ein Feuertopf. Genau. Auf geht's, Paket Nummer 2. Weiter geht's. Diesmal wirklich mit der 1. Steht ja auch drauf. Ja, Leute, ich habe noch gar nicht erzählt. Mensch, ausgegeben. Ihr habt ja im Titel schon gesehen. Wurden mehr als verfickte 1000 Euro. Das ist einfach nur geisteskrank. Fünke. Und bestellt wurde natürlich mit dem Mann hinter mir. Oh ja. Ja, der gute Lennart und und Argento. Und der gute Iced Pyro Life. Ich verlinke es euch mal gerne unten. Vielleicht kennt ihr auch die einen oder anderen. Naja, genau. Verpackungsmaterial. Haben wir hier feinste Aufkleber. Sehr geil. Die habe ich noch nicht, die neuen. Fridays for Fireworks. Sehr geil. Finde ich richtig geil. Den finde ich auch geil. Hauptsache hat Bumm gemacht. Dann noch Gewinnspiel. Und das ist schon mal das gratis, sage ich mal, Präsent von Röder. Das Vulkan-Trio habe ich schon mal. Aber gut, dass ich die noch nicht getestet habe. Das wird jetzt geschehen. So, fangen wir mal an. Klassiker, Jorge Big Bang Venus. Alter. Ah. Und hier ist die Cadillac Exclusive, so rum. Das ist eine Kometenbatterie, habe ich mir bestellt. Die sieht ganz geil aus. Oh, die. Ich liebe diese Royal Class so sehr. So edel. Weiter geht's mit Argento Ware von Lennart. Yeah, Veronika. Schönes Ding. Leute, ich dachte, die ist noch eingepackt. Aber anscheinend nicht. Fünke! Jawohl! Das ist auch was von mir. Die Kamuro Weißblinker. Unfassbar schönes Teil. Freut euch da auf jeden Fall auf die Testvideos, die da folgen. Oh, meine Hand zittert, weil die so schwer ist. Alter, eine geile Cake. Und des Weiteren befindet sich hier irgendwie fast gar nichts von mir. Jorge. Das kann ja nur vom guten Ace Pyro Life sein. Hier ist die Exclusive Collection 5. Was die so richtig macht, weiß ich auch nicht. Mausert mich da nicht. Guckt da am besten bei ihnen. Und hier auch was, was ich noch nie gesehen habe. Was aber vom guten Lennart ist. Also schaut da mal vorbei, falls euch das interessiert. Ist hier die Golden Emotion von Virgo. Kenne ich nicht, habe ich noch nie gesehen. Schaut für mich sehr interessant aus. Sah auch im Testvideo sehr interessant aus. Ich bin mal gespannt, was die so kann an Silvester. Ja, Paket Nummer 2. Numero. Du. So, das beachte ich jetzt mal nicht. Tut mir leid, Röder. Ich hoffe, ihr verhaftet mich jetzt. Ha! Das gibt eine Anzeige. Gegen das Mikro gekommen. Dieses Messer, das macht mich überhaupt wahnsinnig. Also ich hoffe, ich werde mich das selbst
Selbst mit, wie nennt man das, massakrieren, genau. Alter. Zuerst gehört bei Dennis Pyro. Bitteschön. Ich fühle mich auch wie der letzte Dulli hier auf beim Aufmachen, aber egal. So, Verpackungsmaterial mal wieder. Und da ist schon der nächste Stahlkäfig. Den mache ich gleich auf. Als erstes, Alter, what the fuck? Haben wir die so viel? Okay, die müssen einige Leute bestellt haben. Ich dazu, oh, noch eine Gold, nice. Haben wir hier die Neuheit von letzten Jahr war das, glaube ich. Da kamen sie auf den Markt, die Palms. Und den Dauerbrenner, die Gold. Hier ohne Standfuß. Okay. Ey, genau. Räumen wir das mal hier raus. Wie gesagt, sehr kleine zu empfehlende Batterien hier. Die Palms und alles andere, was drin steckt. Ja, geil. Ihr kennt mich, Leute. Seit die draußen sind, bin ich... Oh, nee. Seit die draußen sind, bin ich so in die Dinger verliebt. Also wirklich, kauft euch die, kauft euch die, kauft euch die. Die neuen von Pyroland sind ja auch ganz geil. Die Crackling Beam heißen sie, glaube ich, jetzt. Ja. Yeah. Ja, haben wir ja wieder, jo. Lol, die habe ich mir viel größer vorgestellt. Die ist ja süß. Die Episode 12. Ein Klassiker. Gibt es schon ewig auf dem Markt. Rotflimmerbatterie im Fächer. Wunderschön. Wirklich richtig schönes Gerät. Ist das etwa das Lieblingsstück unser aller? Die Corsac von Leslie. Ja. Wer liebt sie nicht? Geiles Gerät. Des Weiteren befindet sich hier eine kleine Elega drin mit einem neuen Design. Ja, schon das alte irgendwie, ja, schon irgendwo schöner, muss ich schon sagen. Aber naja, jeden das seiner. Cassiopeia von Jorge kennt jeder, muss man überhaupt nichts zu sagen. Hä, lol, die sind ja wirklich eingepackt. Oh, nee. Unboxing aus der Tüte. Und hier ein Riesengerät, aber richtig günstig. Die Big Bullet von Tropic. Eine Fontänenbatterie, also eine Fontäne mit 30 mm. Sau günstig, gerade mal 10er. Ich kann euch jetzt schon sagen, das wird wirklich schon eine Kaufempfehlung. In dem Preissegment auf jeden Fall. Vom Lennart mal wieder die Red Meteor. Ohne die geht überhaupt nicht mehr. Ja, und jetzt würde ich sagen, ja, machen wir noch einen lustigen Cut, wie wir die öffnen. Ich mache das einfach mal. Wie machen wir die denn auf? Ich box einfach diese Wand und dann ist sie offen. Oh, auf einmal ist das Paket offen. Wow, das war ja jetzt komisch. Klassiker. Schnittkünstler. Ey, nominiert mich bitte für einen Grammy, Leute. Oder einen Oscar oder was weiß ich. Nein, auf jeden Fall haben wir hier einen Klassiker. Und zwar... Ah, oh, die sehen ja anders aus jetzt. Lul. Die haben jetzt kein Plastik mehr, sondern Papierfolie. Wow! Aber sind dafür in Plastik eingepackt. Jawohl, einfach nur schön. Haben wir hier dreimal die Brutus. Klassiker. Und weiter geht's. So, Paket Nummer 3. Überhaupt, wir befinden uns in der schönsten Pyro-Atmosphäre auf ganz YouTube. Dafür schon mal ein Like da lassen. Lol. Ich fand das letztes Jahr überhaupt so geil, als ich das angefangen habe hier, mir die neue Location herzurichten. Und da dachte ich mir, ja, mach ich gleich mal wieder. Was ist das hier für ein Röder-Ding? Irgendwas von Leslie für Röder. Naja, ach Herr Jemine, oh sorry, das war gegen das Mikrofon gekommen. Das, Leute, ich wollte euch nicht schlagen. Junge, wie produziert denn Leslie auf einmal? Ah, das ist ja sehr interessant. Naja, mach mal hier. Geil, freue ich mich schon drauf. Der Erstschlag. Eine brutale Batterie mit 15 Schuss auf Schlag in einem Tieftonheuler. Ultra geil. Wird, glaube ich, nicht die einzige bleiben. Denn ich glaube, hier ist sie nochmal. Das befürwortet sich. Oder bejaht sich. Oder be... Keine Ahnung, zig. So, weiter machen wir mit Heulern. Und zwar die Tinnitus. So oft wie ich hier gegen das Mikrofon komme, hört er, glaube ich, irgendwie nur Boxgeräusche. Eine saugeile Screamer-Batterie mal wieder. Wie ich sowas von liebe. Und ich glaube, die schließt sich hier auch ein zweites Mal an, oder? Nee? Doch. Nochmal die Tinnitus. Saugeil. Oh. Und hier haben wir Verpackungsmaterial. Jawohl. Dann haben wir hier liebgewonnene Bombenrohre. Die
Thunder Airbomb von Pyromax. Die haben sich ganz viele bestellt. Also ich glaube Lennart und der Ice Pyro Live und. Deswegen haben wir die hier schon drei. Oh, da sind ja noch mehr. Sechsmal habe ich sie, glaube ich, gerade gesehen. Des Weiteren ist hier eine Neuheit von Botmar. Die Schreckschraube. Wunderschönes Design, wie ich finde. Wahnsinnig groß. Holen wir uns auch gleich mal eine raus. Die wollte ich schon immer in der Hand haben, seitdem ich Testvideos auf YouTube gesehen habe. Komm raus! Ist ein großer Moskito, kann man so sagen, der abhebt und oben einen Shit-Bouquet hat. Richtig, richtig interessant, dass die Dinger. Da wird auf jeden Fall auch, denke ich mal, ein Testvideo folgen. Zweimal das Ganze. Klein, aber oho. Sehr schick. Ist wirklich klein. Von Röder Feuerwerk. Produziert von Hestia. Und dann haben wir hier eine von vier Batterien, und zwar die Kometenschauer Rotglitter. Die wird in mein 0 Uhr Feuerwerk geschossen. Viermal. Und hier ist die erste. Genau. Ja, den anderen Inhalt hole ich jetzt nicht raus. Den könnt ihr ja sehen, Leute. Hier haben wir eine Double Deck Purple and Yellow von Röder. Hergestellt natürlich von Explode. Man kennt sie. Und da hinten verstecken sich noch restliche Thunder Air Bomb. Ja, wenn ich das schon wieder sehe, ey, da krieg ich so Bock auf die Teile. Ich meine, naja. Einfach nur schön. So, nee. Und dann würde ich sagen, Leute, nächstes Paket, nächste Freude. Weiter geht's. Paket 4. Oh, das war ein tiefer Schnitt. Ich hoffe, es haben viele Batterien gelitten. Oh, das war auch tief. Ich hoffe, Funke ist ganz oben. Und ich habe jetzt Funke-Batterien zerschnitten. Nee. Aber Rölis. Rölis. Oh, yeah. Schneid mich doch auf, du Sau. Hab ich doch. Chill doch. So, wieder Verpackungsmaterial. Oh, ey, die, okay. Leute, also das ist eine geile Mixkiste. So, guckt euch mal an, wie edel, ey. Oh, geil. What the fuck? Wie sehen die denn aus? Die sind ja scheiße gedruckt. Darf ich, also, das darf ich sagen als Drucker? Naja, haben wir hier die Geysir Kaliber C. Jetzt endlich mal selber. Ich hatte immer davor die A, also die Cut 1 Variante. Jetzt die C. Big Balls, genau. Geil, habe ich dieses Jahr auch wieder 1000 Mal. Klassiker, hier zweites Mal. Geht's weiter mit Detonation, man kennt's. Dann habe ich einmal mich. Lull. Dann römisches Lichterbündel Wirbelwind. Habe ich so schon mal von Röder gestellt bekommen. So, danke an euch übrigens. Und habe ich mir dann direkt nochmal gekauft. Fand ich auch auf dem Vorschießen mega geil. Überzeugt euch mal selber davon. In meinen Augen wirklich geiles Röli-Bündel. Oh ja, endlich habe ich die auch, die Cipolla Trick Track von Romana, war das so? Genau, Pyrotechnica Romana, Romano, nö, Roman, doch Romano, genau, geile Trick Tracks, gibt es jetzt schon, glaube ich, das zweite Jahr auf dem Markt und hier auch, oh geil, die sind allerdings vom Lennart, die Sputniks. Sau geile Single Shots, wirklich. Die muss man eigentlich haben mit einem Tieftonheuler. Sowas von geil. Zack, raus mit euch, ihr Schwäne. Alles nur Detonation, Leute. So, was haben wir denn hier? Noch eine Cassiopeia, hatten wir schon mal. Was befindet sich hier? Oh, die ist jetzt eingepackt. Wieder Plastik. Greta wird sich freuen. Die Moskau Mania ist ungefähr dasselbe Teil wie die Lethal Whistle oder wie sie alle heißen. Tieftonheuler, bösartige Tieftonheuler mit einem relativ guten Bouquet oben. Saugeil. Nochmal mich. Lol. Und dann geht's hier weiter. Das sind wahrscheinlich Moskito-Displays, die aber nicht meine sind. Ja, da sieht man's. Hey, Moskitos. Jetzt bitte ein keiner, wirklich niemand Meme einfügen. Oh je. Oh, dann haben wir ja was Feines von Lennart. Die Agathia. Oh, Agathia. Eine geile Neuheit von Argento. Super, super geil. Die reiche ich ihm gleich mal live hier. Lol. Und weiter geht's mit Tropic. Auch wieder was von Lennart. Das müsste die Eagle sein. Jawohl. Warum da 45 draufsteht, weiß ich nicht. Vielleicht, weil ich so alt bin. Auch vom guten Lennart, habe ich jetzt, glaube ich, doppelt gesagt, lol. Und dann haben wir hier zweimal. Zweimal? Ach ja, ich glaube, das ist auch wieder was vom Lennart. Auch eine geile Batterie von
Von Tropic, die Exploder 10. Eine 30mm Cake. Könnt euch mal, man kann schon diese Röhrchen erahnen. Zweimal, wie man das hier sieht. Und noch einmal die Palms. Ja, das war's auch mit Paket Nummer 4. Lustiger Funfact. Das Paket ist fertig und wir werden jetzt noch auf dem Vorschießen gehen. Das heißt, wir machen das weiter, nachdem wir weg sind. Und für euch ist es nur ein kleiner Cut. Hey, wir sind zurück. vielleicht blende ich euch ja hier mal ein kurzes Video vom Vorschießen ein. War auf jeden Fall sehr mager Kometware, aber dafür wird jetzt unser Herz bereichert mit feinen Premium-Artikeln. Und wenn ich das auch schon sehe, dann bin ich schon sehr gespannt und dann weiß ich auch, welchen Artikel ich hier als erstes rausnehmen werde. Es ist nämlich ein Artikel. Junge, ist hier hinten noch zugeklebt? Hallo? Ja, ach Mensch, du Arschloch! Und schon ist es de-entmonetarisiert, lol. Zwar diese Artikel, Leute. Sind die Astronaut-Böller von, lass mich mal gucken, von Pyrogenie. Ja, ist da guck mal jetzt gleich mal rein. Ich wollte die schon immer mal sehen. Ich habe die letztes Jahr schon im Shop von Jonas gesehen, da waren sie aber ausverkauft. Und, hallo, was bist du denn? Wow, ey, Lennart, guck mal. Pyro-Cracker mit grauer Lunte gefühlt. Lol. Ja, so sehen die quasi aus. Krass, also habe ich noch nie gesehen. Jetzt habe ich es auch mal. Dafür, denke ich, wird auch ein Test kommen. Relativ simpel gehalten eigentlich, die Box. Ja, weiter geht's. So. Also, haben wir hier die typischen Single-Shots. Das ist ein Artikel, den sich Lennart sehr gern bestellt. Die sind auch wahnsinnig gut, kann ich auch nur jeden ans Herz legen. Die sollten nicht an Silvester fehlen. Und genauso sage ich euch, wie es ist, darf dieser Artikel ab jetzt nicht mehr fehlen. Und zwar die Knisterteufel von Lone Star. Ist ein wahnsinnig geiler Artikel. Habe ich schon von Röder mal zur Verfügung gestellt bekommen. Durfte ich testen. Wahnsinnig geil. Sau geil. Kauft euch die einfach nur bitte. Habe ich in jeder Ausführung. Das heißt, das war hier gerade mit Pink. Wie heißen die? Amethyst, glaube ich. Ich weiß es nicht. Scheiße. Das sind auf jeden Fall die Rubinen. Das weiß ich noch. Die roten. Und die blauen waren, glaube ich, die Saphir oder so. Keine Ahnung. Weiß ich gerade nicht. So. Moonshiners. Wer auch immer die bestellt hat. Und was haben wir hier? Eine Dreiklang. Lol. Wer hat denn die sich bestellt? War ich das? Weiß ich auch nicht. So. Hier geht's weiter. Endlich. Wie schon vorhin erwähnt. Mit den Kometenschauer. Haben wir hier die Rotglitter und nochmal Rotglitter. Und dann müsste hier unten eigentlich neben den Thunder Kings, die ja noch sind, noch vier Packungen Thunder Kings, eigentlich eine Silberglitter oder was das war sein. Oder Gold, genau, Goldglitter sein. Richtig. Jawohl. Machen wir mal weiter. Hier eine saugeile Neuheit von Röder. Die Fischrülpser. Lustiger Name und saugeiler Effekt meines Erachtens nach. Ich hoffe, dir kommt genauso geil wie im Video. Habe ich hier dreimal bestellt. Wollte ich eigentlich auch erst ins Feuerwerk einbauen. Aber mal gucken, ob das jetzt doch noch so der Fall ist. Kala Thunder King sind auch wieder am Start. Waren letztes Jahr sehr geil. Kann ich euch auch ans Herz legen. Sehr, sehr laut. Und dann hier endlich mal eine Batterie, die ich schon ewig wollte. Die Glühwürmchen. Oh, so geil, ey. Dieses Jahr kann ich sie endlich zünden. Ich freue mich schon derbe drauf. Und dann versteckt sich eigentlich nur noch eine zweite Double Deck Purple and Yellow hier drin von Röder. Warte, ich hole mich mal kurz ein Stück runter. Da. Und noch die Fountains of Life. Ich persönlich fand die eigentlich relativ gut beim Weko-Vorschießen und auch so, wenn ich sie nochmal gesehen habe, sind Fontänen, Neuheiten von Weko, eingestuft in die Kategorie F2. 192 Gramm. Das müsst ihr euch mal geben. 192 Gramm. Alter, habe ich mich verlesen? Nein, 192 Gramm. Alter, das ist sau viel. Gebt euch mal. Ey, geisteskrank. Naja, und jetzt geht's weiter mit dem vorletzten Paket, dem Paket Nummer 7.
was aber mit 6 beschriftet ist. Let's go. 6 von 8. Für uns natürlich das 7. von 8. Ey Leute, ich sag euch, wie es ist. Ich habe gedacht, ich brauche hier für diese 8 Pakete eine Ewigkeit und jetzt ist es gleich schon wieder vorbei. Ich könnte das hier wirklich den ganzen Tag noch machen. Das macht so viel Spaß, ey, wieder nach einem Jahr sich mal Feuerwerk zu gönnen. Jetzt komm. Aber leider ist es gleich vorbei. Ich bin da mal gespannt, wie lange das Unboxing geht. Also 10er, das ist irgendwie so... Oh, jetzt muss ich euch mal kurz bewegen. 10er, das ist irgendwie so locker 20 Minuten geht, wenn nicht sogar 30 Minuten. Fetten 10er. Ach krass, was ist denn hier? Bulkpack. Aha, aha, wer hat sich das bestellt? Lol. Nicht Bulkpack, Mensch, Geoshocks. Top-Neuheit, meines Erachtens nach. Super geile Bombenrohre mit super geilen Blinkern und Bouquet und Feuertopf. Empfehlenswert für 10 Euro. Wer die sich bestellt hat, weiß ich allerdings nicht. So, dann haben wir hier weiterhin noch mehr Knisterteufel. Hier sind dann auch die blauen. Wunderschöne Dinger. Gucken wir nochmal kurz rein. Wirklich, also so geil. Wahnsinn. Saphir, so heißen die blauen. Ja. Skyrockets, wer hat sie bestellt? Ja, komm. Also Leute, der hinter mir, der schnauft schon so lustig. Dann haben wir hier einen Lucifer Silber und Rot und einen Lucifer Gold. Lennart, wer hat nochmal wen? Ich glaube, ich habe den Silber. Nee. Andersrum. Lennart hat den Silber, ich habe den Gold. So gehört sich das. Und da sehe ich auch eine Batterie, die es schon so ewig auf dem Markt gibt und ich jetzt zum ersten Mal habe. Im Jahr 2019. Es wurde Zeit. Es wurde Zeit. So. Der Fender gehört natürlich auch dazu. Haben wir hier noch ein römisches Lichterbündel. Rotglitter zu blau. Habe ich mir auch bestellt, weil das auf dem Vorschießen so edel aussah. Wirklich, genau wie das Wirbelwind. Einfach nur edel. Ja, ja, ja. Noch ein Dreiklang. Noch ein Dreiklang. Ja. Oi. Oi. Da ist noch was Feines von mir. Oh, die sind ja wirklich sehr groß. Die Black Bettys von Leslie. Das sind Neuheiten von Teen. Bin ich auch mal gespannt, was die dann so im Test sagen. Stay tuned, Leute. Wie die so sich machen werden. Nochmal Big Shots. Man kennt sie. Oh, noch mehr Defender. Und haben wir hier Argento. Das müsste die Sternstunde sein. Jawohl, da ist sie auch. Oh, so schön. Die neuen Argento-Batterien. Geil. Haben wir auch einige wieder an Silvester. So. Dann kommt uns hier noch eine super Batterie entgegen, die ich letztes Jahr echt lieb gewonnen habe. Farbrausch, richtig, richtig schöne Batterie mit einem Multicolor-Bouquet und die Farben sind wirklich, wirklich wahnsinnig gut. Nicht Multicolor, ich habe Scheiße erzählt. Rot und Blau und Lemon und Purpur. Sieht aber wirklich, wirklich geil aus. Müsst ihr mal live erlebt haben, so rum. So. Dann hier die Brokatmix von Wünke. Wunderschöne Batterie. Geile Salven. Das ist die 20 mm Ausführung. Wie man das hier oben sehen kann. Nicht. Da. Ne, nicht 20. Oh Gott, bin ich jetzt komplett dumm? Ne, sorry Leute. Die 25 mm Ausführung. Ich bin richtig stupid. Tut mir leid. Das war mein Fehler. Genau. Und dann haben wir hier noch drei dicke Klopper. Einmal die Titanium Salute Scream von Tropic! Tropic! Wie heißt das? Titanium Salute! Okay. Ist quasi die Leafy Whistle mit Salute oben. Freue ich mich auch schon mega drauf. Wird im Tagesfeuerwerk drauf gehen. Die Amazing Nights. Auch ein fetter Klopper. Von Gao. Und was haben wir denn hier noch von Gao? Ah ne, von Jorge. Die Imagine. Ja, stell dir vor. Stell dir vor, dass das jetzt gleich das letzte Paket ist, was wir aufmachen. Naja, bis gleich. Leute, das letzte Paket. Ich bin schon traurig. Also hier habe ich mir gerade wirklich einen Bruch gehoben. Ich nehme jetzt mal an, hier kommen die meisten Batterien von der ganzen Bestellung. Ja, also wirklich geisteskrank schwer. Es hat sich so angefühlt, als wäre ich dreimal in dem Paket hier drin. So schwer ist das. Und unsere Vermutung bewahrheitet sich, Lennart. Ja. Wir haben nämlich gerade noch gesagt, ey, wo ist denn unser ganzer Funkekram? Das kann doch nicht wahr sein.
Oh, das ist doch mal eine geile Ansicht. Ansicht. Also, haben wir hier was von Lennart. Und zwar die Starduster von Bröckhoff. Zerknietscht. Sind kleine Salutraketen mit, Salut. Sind kleine Salutraketen mit, Salut. Aha! Dann hier haben wir dreimal die Orient. Oh, da kommen uns auch schon Moskitos entgegengeschwirrt. Genau. Dreimal die Orient. Ich habe die sowas von lieb gewonnen. Die wird einen Platz in meinem 0 Uhr Feuerwerk finden als Dreierfront. Da wird die sich richtig schön machen. Die wunderschönen Goldkometen. Guckt euch die auch mal an, wenn ihr die noch nicht kennt. Moskitos. Klassiker. Die Prime. Lennart meint, das ist eine krasse Batterie. Sagt mir jetzt gerade nichts, aber ihr werdet es ja, denke ich mal, auch demnächst sehen. Dann haben wir hier die Pyrozone, auch eine sehr kleine Batterie. Die habe ich schon bei Pyromatik gesehen, live beim Vorschießen, also Rester zünden. Die war gut, die fand ich richtig schick. Die kostet auch ganz wenig tatsächlich. Und dann haben wir hier, oh, endlich jetzt Funke, Mann. Leute, ey, dafür seid ihr doch gekommen. Pull-Up Variations, 500 Gramm, 30 mm. Hat mich sehr angesprochen, fand ich schön. Deswegen ist er auch bei mir im Warenkorb gelandet. Genauso wie die Scala S25B. Gott, ich liebe dieses Teil. Ich liebe dieses Teil sowas von sehr. Und deswegen gibt es sie auch zweimal. Weil wir machen keine halben Sachen. Guckt sie euch an. Geil. Schöner Teaser-Loot-Zerleger mit farbigen Dahlienstern. Einfach nur ein geiles Teil. Letztes Jahr auch verliebt. Die Magic World von Tropic. Auch heute hier in der Bestellung dreimal dabei. Wird auch wieder einen Platz im 0 Uhr Feuerwerk finden. Wird so geisteskrank, ey. Und holen wir die noch ein drittes Mal raus. Die wunderschöne Batterie. So, wo greifen wir denn jetzt hin? Big Shots mal wieder. Ey, hab ich heute noch gar nicht gesehen. Dann die Gold ist auch, ne? Muss ich nichts zu sagen, Leute. Man kennt sie. Dann hier die Color Cracker. Süßes Teil. Gehört leider nicht mir. Ich liebe diese kleinen 16-Schusser, ne? Die sind so süß. Und die kosten auch nichts, tatsächlich. Also die sind richtig günstig. Was bist denn du? Oh, meine. Echt, lol? Thundercracker. Oh, kann ich gar nichts zu sagen. Habe ich ja nie gesehen. Räudig. Von Pyrocentury. Aha, Lennart. Aha. So, Moskitos. Oh, Jungs, ey. Guckt euch. Also, hallo. So. Hier habe ich mir bestellt, beziehungsweise auch der Lennart, die Goldstrobe. Die ist ja mal so edel für den Preis. Gerade mal 8 Euro und da kommt so was Krasses raus. Ey, das. Boah, da müsst ihr euch auf jeden Fall. Wenn ihr das nicht gesehen habt, habt ihr was verpasst. Nochmal die Color Cracker. Funke, Funke, Funke. Goldstrobe. Funke, Funke, überall Funke. Gib mir Funke. Gib mir Funke. Weiß, Blinker, Pink, auch eine wahnsinnig geile Batterie, auf die ich mich freue. Haben wir hier wieder 16 Schuss mit 30 mm und 400 Gramm. Alter, kranke Scheiße, ey. So, Leute, was soll ich da noch sagen? Ich bin so geflecht hier. Ich bin so geflecht. Und auch wieder Blau, Blink, Brokat. Dieser Effekt kann nur geil werden. Ich meine, Blau, Blink, Brokat, die geilsten Effekte für Pyros. Ich hoffe, für euch auch. Weiter machen wir mit dem Blinkercracker Weiden. Ich bin so ein übelster Fan von Cracker Weiden. Und genau das ist ja der Fall. Deswegen auch die Blinkercracker Weiden. Einfach nur fett. Einfach nur geil. Oh! Kamuro Variations. Eine fette 30mm Cake. Wieder 500 Gramm ausgereizt. Guckt es euch an. Wunderschön. Wunderschön. Also Silvester wird auf jeden Fall mies ballern, Leute. Da könnt ihr euch drauf verlassen. Ich wollte erst verfreuen sagen. So, noch einmal die Chaos-Kometen. Ich gucke mich hier gerade um. Ah! Hallo, wer kann sie sehen? Ja, die habe ich jetzt zweimal an Silvester. Da ich die schon einmal von Röder bekommen habe. Danke dafür an dieser Stelle. So, und jetzt neigt sich das auch dem Ende. Haben wir noch die Chrysanthem Rain Variations. Auch wieder eine fette 500 Gramm Batterie im 30er Kaliber. Hammer. Die Gold Blue, ein Klassiker. Und unsere letzte Batterie ist die Red Blue. Und damit, Leute, würde ich sagen, über 1000 Euro wurden hier vernichtet in diesem Unboxing. Ich hoffe, ihr hattet viel Freude. Ich steche jetzt nochmal zum Abschluss in dieses Paket rein. So, das heißt, Röder ist abgeklärt.
Vielen Dank an Röder, dass ihr so viel Durchhaltevermögen mit mir hattet, so oft wie ich dort bestellt habe. Und ja, der Shop ist natürlich unten verlinkt, wie überall immer. Und ja, kauft mehr bei Röder. Röder, bester Shop EU. Das ist nicht mal Werbung. Und ja, Leute, ich würde sagen, gehabt euch wohl. Guckt euch noch die anderen Unboxings an. Und ja, haut rein. Bleibt cool. Liebe Grüße, ich. Pappenwinkel war mit der Bahn Richtung alte Heide. Einmal ficken und dann sag ich zu der alten Heide. Meine City ist seit Jahren kalt, fahr im Wald. Alle sind am Laufen, Sirto, wenn es aus dem Wagen knallt. Nasen schief, à la Dracula auf Kokasucht. Hannover City, schöne Grüße hier aus Roderbruch. Todestanz vor der Haustür, klingt all. Maske auf, schnappen.